Ich höre das nämlich nicht so gut, weil ich hinter den Boxen stehe. Also, noch lauter. Okay, es geht nicht lauter. Also mit einiger Verspätung und technischen Schwierigkeiten sind wir nun endlich startklar. Welcher Typ ist das? Ach, der im Blauen ist das? Jetzt ist aber wieder weg. Was machen wir denn jetzt? Okay, wie ihr gerade hören, der Raum zu eurer Linken mit den offenen Fenstern ist ein Raum, in dem sich gerade der mutmaßliche Vergewaltiger aufhält, der als Zeuge vernommen wird heute. Wir können ja vielleicht mal ganz kurz sagen, was wir davon halten. Vergewaltigers hat ja eine ganz, ganz interessante, ja, viele Leute würden sagen, Wende in diesen Fall gebracht. Ich finde es interessant, vor allem zu sehen, wie stark die Medien darauf reagieren und sagen, okay, jetzt ist alles ganz anders. Dieser Mann taucht auf und sagt, er findet es toll, was Frau Lofing für die Frauenrechte getan hat und erreicht hat, aber es ist ja ganz furchtbar, dass das alles auf einer Lüge aufbaut. Das wirft für mich vor allem die Frage auf, warum verschwindet dieser Mann für 4 Jahre und dann geht da mit einem Strafverfahren wegen einer Vergewaltigung, Strafverfahren wegen einem illegalen Hochladen dieses Videomaterials und taucht jetzt ganz spontan plötzlich auf und stellt sich dem Ganzen. Ich finde es auch bezeichnend, wie Frau Nofings Glaubwürdigkeit immer wieder in Frage gestellt wird, an jeder erdenklich möglichen Stelle, gleichzeitig aber die Glaubwürdigkeit von 2 Männern, die ein Video Nachrichtenagenturen zum Kauf angeboten haben und es als Vergewaltigungsvideo bezeichneten, dass die Glaubwürdigkeit dieser Männer quasi ganz sicher nicht in Frage gestellt wird. Das ist ein Skandal.